So, mit Karte kannst du auch. Was? Wo liest du das? €20,60. Ja. Boah, Kinders, ey. Zeig mir die Sachen. Jackpot. Also, da muss wirklich gelenkig sein. Dann machen sie oben schön Ticket und ganz unten musst du dann, begeistert, dann kriegst du den Jackpot. Dann knallen sie dir jetzt, was habe ich jetzt bezahlt, €20,60? Ja, dann müssten, jetzt muss ich mal gleich durchzählen. Und dann kriegst du, wenn du mit dem Fuffiger reingeballert, dann bam, 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 wie ein Jackpot. Dann kriegst du dein ganzes Kleingeld wieder. Alter. Und dann ganz weit unten, ne? Und haben die Rippe gebrochen jetzt. Die Tür kriegst du auch nicht auf. Oh, ein Bullshit, ey. Also 20,60 € für 160 Kilometer A9. Geht. Roundabout. Der Rest durch. Nach 300 Metern rechts abbiegen Richtung Torrella de Montgrì, GE 632, und dann sofort links abbiegen. So kannst du durchs Fenster gucken. So, ne? Ja, das passt. So, nur hier rechts, links da. Ich glaube, du musst ein bisschen weiter links fahren. Hier passt. Dann befindet sich das Ziel rechts. Da, wo die Fähnchen wehen. Da war der Ausbruch. So, ja. Und dann wahrscheinlich, keine Ahnung, erstmal anmelden. Erstmal anmelden, guck mal, Axi. So, angekommen in, ich schreibe euch das da unten rein. Der erste Weg, den ihr da gesehen habt, ist der kompliziertere. Es gibt wohl auch einen direkteren Weg, den wir aber natürlich nicht gefunden haben. Aber Adventure voraus. So, wir haben hier sage und schreibe jetzt eine 20 Grad, strahlender Sonnenschein. Perfekt. So, jetzt gibt es erstmal ein Käffchen. Dann gucken wir erstmal in Ruhe. Ein wunderschönen guten Morgen. So, Morgen. Siehst du was? Ja, so ohne Brille geht. Ja. So, wir sind in Spanien angekommen. Ja. Wir haben aber schon noch einen Tag weiter. Ja. Ja, wir sind gestern angekommen. Genau. So, und gestern haben wir aber nicht mehr viel gemacht. Nein. Und heute Morgen sind wir jetzt erstmal zum Strand und das ist ja wohl der Hammer. Der Hammer. Die Sonne scheint. Ich glaube, wir haben 12, 13 Grad. Ja, wir haben aber erst 10:30 oder so. Mhm. Auf dem Campingplatz. Ja. Les Mondes. Les Mondes, glaube ich. Oder so. Les Mondes. Ist aber auch ein kleiner, schnuckeliger Campingplatz. Hat ein
Tapas-Bar. Das Restaurant ist im Moment geschlossen, hat ein Indoor-Schwimmbad, Sauna, Außenpool. Der ist aber, glaube ich, nicht beheizt. Wi-Fi. Ja. 2 Euro am Tag. Aber gutes Wi-Fi. Ja. Und ja, ein kleines Einkaufslädchen, kriegt man morgens Brötchen. Alle sehr nett. Sprechen teilweise Deutsch. Genau. Dann waren wir gestern noch in der Snackbar was essen. Ja. Pizza. Ja. Soweit, so gut. Wir gönnen uns mal eine kleine Auszeit. Sind ja auch viel gefahren, ne? Ja. Quer durch Frankreich und so. Bergauf, bergab. Und dann durch so enge Schluchten. Das, Häuserschluchten. Der Weg hierhin, das war auch wieder ein Erlebnis. Der Weg war. Ja, wir sind todsicher falsch gefahren. Ja. Man kann es auch mit Sicherheit anders machen. Aber unser Navi, der seit jetzt sagt, fahr da mal lang, weil du kannst das. Anscheinend. Hat er so viel Platz an der Seite. Lecko mir. Da war ich kurz nass. Aber egal. Ja, du nicht. Ich habe nur daneben gesessen. Nein, ich habe da volles Vertrauen in deine Fahrkünste. So, wir bleiben heute noch hier. Ja. Und morgen früh zischen wir weiter. Weiter? Wohin wissen wir noch nicht so wirklich. Also Süden. Ja. So viel können wir sagen. Irgendwo, ne? Richtung, was war das? Ebro-Delta. Ja, obwohl, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so interessant ist. Ich habe es da vorhin schon mal so geguckt, aber wir werden sehen. Wir gucken mal. Wir machen das wie immer. Wir sind ganz relaxed und entspannt und spontan. So sieht's aus. Wo uns gefällt, da bleiben wir. Genau. Also der Platz ist schon mal schön hier. Kostet mit der AXI-Card 20 Euro pro Tag. Ist das erste Mal mit der AXI-Card? Läuft gut? Ja, genau. Läuft gut. Ja, dann gehen wir jetzt mal gucken, ob mal, weil wir müssen noch ein bisschen was einkaufen. Ja. Unsere Vorräte gehen langsam zu Ende. Und dann schauen wir mal, ob wir hier ist alles irgendwie wie ausgestorben. Ja, wir haben Januar, ne? Ja. Aber macht die Sache ja auch angenehm eigentlich, weil so wenig Leute hier sind. Und gucken wir mal, ob wir irgendwo hier ein Lädchen finden. Ah, sehr. Wir gehen jetzt mal in eine Stadt, mal gucken, was da noch kommt. Ja, also, genau. Alles klar. Wir nehmen euch mit, wie immer. Jo. Auf geht's. Ja, was für eine Geisterstadt hier, ne? Guck dir mal an. Ausgestorben. Cool. Hier ist schon ein bisschen mehr los, aber noch vieles zu. War ja auch klar. Von Lestartit oder so irgendwie. Lestartit? Lestartit. Also eigentlich ganz nett. Ja. Eigentlich sogar sehr schön. Ja, weil nichts los. Also das wird hier wahrscheinlich im Sommer, kann ich mir vorstellen, ist hier Völkerauflauf. Weil das ist alles. Ja, das ist glaube ich schon ganz ordentlich. So, Scully hat Spaß, wir haben Spaß. Ja. Gerade ein bisschen einkaufen gewesen, also Supermarkt hat auf, so ein Interspar, nee, so ein Spar, ne? Ein Sparmarkt. Boah, die Sonne ballert. Wir haben Januar, ich komme gar nicht drüber hinweg. Ja. Aber bei uns zu Hause ist ja jetzt auch nicht kalt, ne? Ja, wo sind wir? Costa Brava ist das, ne? Costa Brava ist das, genau. Nice, nice. Ja, sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Wir gehen nochmal zum Campingplatz jetzt wieder zurück. Wir gehen jetzt wieder zurück und dann erstmal ein schönes lecker Käffchen. Und für so ein Schokokroissant.
Genau. Ein spanisches Schokocroissant. Egal. Lecker, lecker, lecker. So, wir gehen mal wieder zurück, ne? Jo, dauert noch ein bisschen. Was sind das jetzt? Ungefähr 2 Kilometer? Ja, bestimmt. Ungefähr? Also bis hier zum Hafen ist schon ordentlich. Also da, also eine halbe Stunde laufen wir jetzt bestimmt zurück. Okay. So, weiter geht's. Wir verlassen diesen schönen Ort. Ja. Also, kann man nur empfehlen, diesen Platz. Es waren jetzt mit der Axi-Card, hat alles wunderbar geklappt. 20 Euro pro Tag plus nochmal 2 Euro Kurtaxe. Also haben wir jetzt 42 Euro bezahlt. Ist aber wert. Ja. Auf jeden Fall. Die Sanitäranlagen sind sauber und nein, war sehr schön. Die Ecke ist schön hier. Ich meine, klar, das Dörfchen ist natürlich jetzt im Winter wie ausgestorben. Eine kleine Geisterstadt. Oder später hinten drin ging es noch. Ja, weiter hinten, ja. Da war dann so dieses einheimische Viertel. So, wir sind auf dem Weg nach Barcelona. Immer der Sonne entlang. Ja. Nach 400 Metern links abbiegen, Carretera de Torrella de Montcrialis Tartit. Kennt ihr das? Ihr fahrt los und rabum, rabum. Ich habe aber vorher eigentlich alles kontrolliert. Ja, willkommen im Club. So, jetzt, Kinders, nicht nachmachen. Das ist nämlich verboten. Während der Fahrt nach hinten gehen. Darf man nicht. Machen so. Nein, machen wir nicht. Wir haben ja gestanden jetzt. So, wir fahren nach Barcelona. Ja. Wir haben gestanden. Boah, stimmt doch gar nicht. Wir haben da jetzt einen Campingplatz ausgesucht, südlich von Barcelona. Platztechnisch wohl nicht so schön, weil am Flughafen. Aber da soll die Busanbindung nach Barcelona sehr schön sein. Und darum geht's. Wir wollen nämlich nach Barcelona. Genau. Rein. Wir fahren jetzt heute dahin, dass wir morgen uns mal ein bisschen Barcelona angucken können. Und dann schauen wir mal weiter. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir den nächsten Supermarkt irgendwie finden. Und den Rest noch einkaufen. Noch den Rest einkaufen, was wir gestern nicht mehr geholt haben. Ja. 163 Kilometer von hier aus nach Barcelona oder bis Barcelona. Die Sonne scheint. Nach einem Kilometer im Kreisverkehr die 10 Grad, 10 Uhr morgens, geht. Ich freue mich. So, wir melden uns, wenn unterwegs was Interessantes ist. Ansonsten sehen wir uns in Barcelona. Jawohl, bis denn.